Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days Gone. Weiter geht's. Müsste doch jetzt mittlerweile schon bei Folge 50 oder so sein. Das Besucherzentrum. Das muss es sein. Jetzt brauchen wir. Oh, nee, das ist wieder so ein dicker. Oh, hier ist alles voll mit Dicke. Ja, gut, das Zeug muss in der Küche sein. Oh, Scheiße. Brecher. Großartig, Brecher. Hätte es nicht mal einfach sein können. Der scheucht diesen Krabbler. Mein Rupert entdeckt. Eieiei. Lauter Brecher. Das Gute ist, die sind halt hier mit Headshots, sind die weg vom Fenster. Alter, what? Wir können doch über alles. Alter, das sind auch noch so viele, wa? Ist hier irgendwo wenigstens ein paar. Paar Fässer oder irgendwas? Nicht jetzt, nicht jetzt! Achso, dann muss ich aufbrechen. Okay, dann wusste ich nicht. Hm. Dann sind hier nicht mal Fässer. Erster Streich. Daneben. Brecherohr. Daneben. Das ist halt das Beste, was du machen kannst. Die mit der Waffe Headshot verpassen. Denen mit der Waffe und so. Muss man halt auch treffen. Leider. Sehr gut. Okay. Wo zum Teufel ist die Hefe? Scheiße. Dich. Sind aber noch lauter Grabbler. Das ging gut. Ich glaube, ich habe schon was gefunden. Guck mal, da ist doch ein Missionsdingsbums hier. Oder? Doch nicht. Waren Rohre. Rohre. Doch, hier. Eine Postkarte. Mhm. Doch, hier ist was, oder? Guck mal. Haha. Ah, hier ist sie ja. Ja. Ich hoffe, das ist genug. Lol. Das erste Haus, in das ich gehe, gleich das Richtige. Wie geil ist das denn bitte? Wie gut. Das ist interessant, Leute. Das ist interessant. So, dann würde ich sagen, gehen wir wieder. Guck mal, hier ist offen. Bisschen Loot können wir ja immer gebrauchen. Da gibt es ja lauter Sachen zu finden. So. Ah, komm, reicht. Attacke. Ab zum Moped. Haben die auch einen Wolf zerlegt? Diese Brecher? Das ist ja unnormal. Die greifen ja quasi alles an. Oh, da hinten sind wieder Freaks. Da hoch? Kann man da oben lang? St. John an Lieutenant Whittaker. Mache Meldung. Deacon, Corporal St. John, ja. Ich hab den Anforderungsschein abgearbeitet, die Hefe. Das ist nicht viel. Ich bin sicher, dass es für meine Zwecke reichen wird. Also, nur aus Neugier. Wozu brauchst du... Sorry, ich hab zu tun. Ich muss aufhören. Wir reden, wenn du hier bist. Whittaker, Ende. Ich bin mal gespannt, ob die sich noch einkriegt und sich entschuldigt. Oder ob die jetzt wirklich so verkorkst ist. Das wäre halt mega schade. Wir suchen die halt 2 Jahre lang.
finden die wieder und sie ist einfach eine komplett andere. So wie meine Ex-Freundin. Was? So. Ist euch mal aufgefallen, dass diese Brücke auf der Karte unten rechts, wer es nicht gesehen hat, einmal zurückspulen, aussieht wie eine Wirbelsäule? Voll lustig. Wie so ein Scan- oder ein Röntgenbild von einer Wirbelsäule. So, jetzt müssen wir wieder ganz langsam. So. Das ist schon ätzend, dass ich hier nicht lang rasen kann. Bim, 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 bim. Halt. Falsch abgebogen. So, jetzt mal wieder bei Sarah, richtig? Mich graut's schon. Oh, Gott verdammt. Ma'am. Hör mal, kannst du das bitte lassen? Wie bitte? Ich weiß, es ist seltsam, aber ich kann's doch nicht ändern. Naja, ich wohne in der Kaserne mit einem Dutzend Milizarschlöchern, während meine Frau ein eigenes Zelt bei den Offizieren hat. Was ist daran schon seltsam? Und ich sehe sie nur, wenn ich einen Botengang für sie erledige. Auch absolut nicht seltsam, Ma'am. Meine Hefe, danke. Willst du was backen? Wenn du einen Ofen brauchst, ich weiß, nein, wo einer nein. ist. Nein, ich mache damit virale Proteine, die dann, sie bilden dann Antikörper. Aber natürlich war das Sarkasmus. Brot, virale Proteine, für mich ist das alles eins. Hey, warte mal. Hier. Danke. Das sagtest du schon. Ich meinte fürs Bleiben. Ja, Ma'am. Boah, ist das mies. Leute, das ist eine Ehekrise, sage ich euch. Das ist eine Ehekrise. Die sollten mal bei mir zur Paartherapie kommen. Danach läuft's wieder rund. Junge, 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 die soll mal einen Stock aus dem Arsch nehmen, ey. Der hat sein Leben riskiert für die. Ach, nee. Nein, nein. Bitte dorthin. Danke. Was? Corporal St. John. Hier spricht Dr. Jimenez. Gesundheit. St. John? Hey, Doc. Hier ist Deacon. Was kann ich für dich tun? Oh, St. John. Gut. Du musst zur Krankenstation kommen. Stimmt was nicht? Brauchst du irgendwas? Nein, nein. Nichts dergleichen. Ich will mir deinen Arm ansehen. Mein Arm ist okay, Doc. So eine Verbrennung von einem Holzofen ist keine Kleinigkeit. Willst du eine Infektion? Du kommst hierher. Das ist ein Befehl. Okay, Doc. Na gut, schön, schön. Wie du meinst. St. John, Ende. Wo treibt er sich denn rum? Der ist doch gleich hier, guck mal. Perfekt, da oben. Hätte er mir das nicht auch so sagen können? Komm ich denn da rein? Hier, wa? St. John, hier spricht Captain Curry. Kommen. Du warst denn nur noch? Ja, Captain, ich höre. Ich wollte nur sagen, dass der Colonel jeden Morgen eine Ansprache hält. Bei Sonnenaufgang. Am Sammelpunkt, wo sie vereidigt wurden. Ja, Sir. Es ist zwar nichts Offizielles, aber von Soldaten wird die Teilnahme erwartet. Verstanden, Sir. Curry, Ende. Na so. Toll. Ein Kommandant, der sich selbst gern reden hört. Das kann ja heiter. Hey, Doc. Komm rein. Shintese, nimm Platz. Nimm Platz. Mhm. Mal sehen. Und? Bei welchem Club warst du damals? Keine Ahnung, was du meinst. No me mientes. Hör mal, Corporal. Ich habe 20 Jahre lang in East L.A. Bandas de Motoristas und andere Bandieros versorgt. Ich kenne das. Und das? Das da war kein Holzofen. Na schön. Halt es sauber. Es heilt von selbst. Gib eine dicke Narbe.
Aber ich will, dass du in ein paar Tagen nochmal vorbeikommst. Mach ich. Schon komisch. Als die Stadt brannte und die Horden kamen, schlossen sich tief verfeindete Gruppen zusammen, um zu kämpfen. Latinos, Güeros, Chinos, Bloods, Crips. Ganz egal. Verrückt, was es braucht, um Menschen zusammenzubringen, hm? Danke, Doc. Ich mag den irgendwie, Leute. Ich mag den irgendwie. Ist ein netter. Der macht sich ja nur Sorgen um unser Arm. So. Jetzt sollen wir für die wieder was besorgen. Weißt du, heute kannst du besorgen, das verschiebe ich auf morgen. Hä? Was soll ich denn besorgen? Ist da gar nichts. Eingezeichnet. Tja, solange nichts eingezeichnet ist, fahren wir zur nächsten Nero-Station. Ach, hier, warte mal. Hier ist doch was. Guck mal, du Freili. Seit kamen viele neue Rekruten zu uns. Seid willkommen. Uns ist egal, welche Hautfarbe ihr habt. Uns ist egal, aus welchem Land ihr kommt. Uns ist egal, ob ihr Mann oder Frau seid. Uns ist egal, ob ihr schwul oder lesbisch seid, bisexuell oder transgender. Das könnt ihr nicht kontrollieren. Diese Dinge stammen von Gott. Daran glauben wir. Was wir ächten, sind Lügner, Diebe, Vergewaltiger, Mörder, Hurenböcke, Ehebrecher, Betrüger, Junkies, Verbrecher jedweder Art. In diesem oder im alten Leben. Wie ihr euch verhaltet, ob euer Handeln Gott gefällt, das habt ihr selbst in eurer Hand. Jeder Soldat und Offizier, der sich eines Vergehens schuldig macht, wie klein es auch sei, wird genau hier an diesen Ort gebracht und am Hals aufgeknöpft, bis der Tod eintritt. Manchem von euch mag das grausam erscheinen, doch ich verspreche euch, die hier verhängten Strafen sind reine Barmherzigkeit im Vergleich zu dem, was Gott dort draußen vor diesen Mauern über die Welt bringt. Niemand hier ist perfekt. Wir erwarten keine Perfektion. Was wir erwarten, ist Gehorsam, Ordnung und Disziplin. Haltet euch daran, dann ist der Sieg unser. Weggetreten. Wow, was für eine Ansprache. Naja. So, was Mission haben wir jetzt hier irgendwo? Stand da? Hä? Also wer mich fragt, ich sehe hier nichts. Kann auch sein, dass ich blind bin, das kommt öfter mal vor, aber... Das sind nur die Lager. Alles zusätzliche Stories. Aber warum ist denn das nicht mehr markiert? Ja, da, zack. Warum auch immer. Senton, komm! Ja. Taylor und Deacon Senton! Taylor? Lange nichts von dir gehört. Ich hatte schon Angst, du wärst dem Kerl zu nahe gekommen, den du verfolgt hast. Oh, ich bin nah dran. Ich stehe in seinem Scheißgarten. Ey, ich brauch dich, Mann. Bin bei einem kleinen Camp, südlich vom Crater Lake, beim South Rim Drive. Taylor, hör mir zu. Keine Ahnung, was du machst, aber du... Oh nein, Orbit! Nein, lass mich los! Nein. Hey! Taylor? Ach, verdammt! Wo ist er denn? Bei welchem Camp? Da unten? So, dann muss ich jetzt wieder umdrehen. Einmal durchs Camp juckeln. Oh, leck mich doch. Der Zwerg macht mich fertig. Der nervt mich jetzt schon. Das ist, glaube ich, der nervigste. Gibt's noch einen nervigeren? Lieutenant Whittaker. Carmen. Schalte auf einen privaten Kanal. Moment. Deacon, hörst du mich? Ja,
Hey, ich habe mir den Anforderungsschein angesehen. Du brauchst Silikat? Ja, Silikat. Als Destillationsmedium im Säulenchromatographen. Säulenchrom was? Tut mir leid. Das ist der Teil meiner Forschung, der tatsächlich gut läuft. Also, Silikat. Wo finde ich das? Och, Mist. Ich dachte, ich hätte das vermerkt. Moment. Okay, es gibt einen Laden südwestlich von uns, bei Mesama Village. Dort solltest du was kriegen. Okay, verstanden. Danke. Sorry, vergiss es. Weitermachen, Corporal. Ja, Ma'am, Lieutenant. Sarah Ende. Silikat, was zum Teufel ist das überhaupt? Vor allem, dass sie das auch wirklich durchzieht, wa? Was ist das für eine, Alter? Die muss ihn doch noch lieben. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht. Hat die vielleicht einen neuen? Das haben wir noch gar nicht abgecheckt, ob die neuen hat, Leute. Hat Sarah neun? Obwohl, die hat gar keine Zeit dafür. Die kümmert sich ja nur um ihr Projekt. Übrigens, da wieder die Wirbelsäule. Das wäre krass, wenn die neun hätte. Vielleicht den Corey, den Schwarzen da. Den Alter. Deswegen hat er den Ring. Sie hat einfach ihm den Ring gegeben. Als Zeichen ihrer Liebe. Was denn? Wir zwei haben einiges zu besprechen. Ma'am? Das ist ein privater Kanal. Dick. Okay. Du sollst wissen, dass es mir ernst war. Ich möchte, dass du bleibst und uns hier hilfst. Das Ganze ist sicher nicht leicht für dich, hier bei uns zu sein. Hey, wo soll ich denn sonst hingehen? Und wenn ich abhaue, dann muss ich Ihnen diesen coolen Hut zurückgeben. Ehrlich gesagt, hänge ich langsam an dem. Echt jetzt. Das glaube ich dir. Gut, ich muss dann jetzt zurück an die Arbeit. Die Hefekultur hat sich schneller vermehrt als erwartet. Okay, ja, heb mir was von dem viralen Protein auf. Hier draußen kriegt man echt Hunger. Mach ich. Lieutenant Whittaker Ende. Vor allem, sie zieht es halt echt durch, wa? Ich raff das nicht. Captain Corey, hier spricht Corporal Russell. Kommen! Zurück, verdammt, zurück! Na los doch! Rückzug! Rückzug! Russell, Bericht. Sir, wir waren auf Tour und wollten nach Chemult, als wir auf eine unglaublich große Horde trafen. Verdammt, bewegt euch! Los! Na los! Zurück, ihr habt ihn gehört! Gut, Corporal, hören Sie mir jetzt genau zu. Bringen Sie die Männer raus. Wir sind nicht bereit für einen Angriff, verstanden? Ja, Sir. Ganz meine Meinung. Russell Ende. Los! Bewegung! Los geht's! Wir ziehen ab! Los geht's! Los, los! Kurz mal überfahren. St. John, Alter, sind Sie da? Das Walkie-Talkie steht gar nicht still. Sag uns, wo dein Camp ist. Vielleicht lassen wir dich dann leben. Leck mich. Ich glaube, er kann uns nicht hören. Mal sehen, ob wir das nicht ändern können. Von mir erfahrt ihr einen Scheiß. Komm schon, Kugel zwischen die Augen. Hörst du mich jetzt? Hä? Hallo? Schaff die mir aus den Augen. Was meint ihr? Vielleicht können wir das in dem Camp eintauschen. Gegen Punkte. Großer Gott. Geil, habe ich einen Schalldämpfer? Halte durch. Habe ich einen Schalldämpfer für die hier unten? Habe ich. Bloß keine Muni. Doch, habe ich. Hinten. Da, zack. So. Dein Ernst? 10 Schuss? Lass uns mal hier alle markieren. Einen übersehen? So. Nö, wa? So, ich zähle 5 Gegner.
Jetzt muss ich nur noch treffen. Okay. Da war noch einer. Schalte fast gleich hin. Sind sogar noch mehr. Rambo Number 5. Wo rennst du denn hin? Er läuft da nur herum. Verdammter Bastard! Los, hinter den Kopf! Rambo! Rambo! Wo ist der andere? Halt, hinter mir. Das waren, glaube ich, alle. Ich liebe diese Rambo-Aktion. Also ich würde schon fast behaupten, das ist echt die beste Nahkampfwaffe, die es hier aktuell gibt. Glaube ich. So, Bike steht da hinten. Bevor wir den holen, erstmal nachtanken, weil das Bike ist wichtiger als der Typ. Siehst du? Gutes Timing. Das war's. Ich finde das gut, dass sie dem das Ohr abgeschnitten haben. Vielleicht nervt er jetzt nicht mehr ganz so. Alles klar. Wie geht's dir, Taylor? Naja, es ging schon mal besser, um ehrlich zu sein. Okay. Oh, Mann. Okay, hör zu, Kumpel. Nimm das. Drück es so gegen deinen Kopf. Gut. Und jetzt will ich, dass du wartest. Ich funke Captain Khoury an und der schickt jemanden, okay? Okay, Mann. Ja, ja, okay. Doch, doch, Rippy. Also Rippy schreibt gerade in den Chat, ach komm, er ist nervig. Aber er hat nur, das hat er auch, nun auch nicht verdient. Doch, finde ich schon. Einfach aus Prinzip. der geht halt auf den Sack. Wer auf den Sack geht, dem wird halt mal ein Ohr abgeschnitten. Oh, Fähigkeitspunkt. Ich weiß halt gar nicht, wo wir das einlösen sollen hier. Was haben wir denn hier noch? Fähigkeiten, schwerere Gegner durch Treffer mit einem Stein zu betäuben. Reduziert den Ausdauerverbrauch bei Rollen erheblich. Ja, komm. Zack. Jetzt kriegen wir das letzte freigeschaltet. Richtig? 5. Das haben wir hier so. Erhöht die Chance auf kritische Treffer oder Eliminierung um 25%. Stiefelmesser richten doppelten Schaden an, ist auch geil. Die Fähigkeit, einen Tarnangriff auf schwere. Jei, das will ich haben. Ich habe noch einen Punkt. Nehmen wir. Geil, jetzt kann ich die dicken und die gepanzerten quasi auch aus dem Hinterhalt angreifen. Perfekt. Captain Khoury hier spricht. Corporal St. John, kommen. Hier spricht Khoury. Ich bin bei Lieutenant Whittaker. Wir sprechen über Sie. Corporal. Ich sagte Captain Khoury, dass Sie eine enorme Hilfe und unentbehrlich sind. Ja, danke, das ist großartig, aber das ist nicht der Grund, warum ich... Captain, es gibt ein Plünderer-Camp direkt beim South Rim Drive. Warte mal. Okay, dann müssen wir jetzt Sarahs Zeug noch holen. Sarah. So nah bei der Insel. Hören Sie, nein. Ich habe sie erledigt, aber Private Taylor ist verletzt. Sie haben ihm ein Ohr abgeschnitten. Oh je, geht's ihm gut? Private Taylor? Was macht er da draußen? Ja, er wird's überleben. Ich weiß nicht, was er hier draußen wollte. Der Doc, Captain Jimenez, muss mit ein paar Männern herkommen und ihn abholen. Ich krieg die Koordinaten. Ich gehe zu ihm und sag Bescheid. Khoury Ende. Leute, quasi hat der uns ein Ohr abgekaut, der nervige Taylor. Und jetzt haben die dem halt ein Ohr abgekaut. Corporal St. John, kommen Sie zum Hauptquartier. Colonel Dieses Garrett. Ja, Sir, ich bin gleich da. Corporal St. John, Ende. Dieses Walkie-Talkie steht aber auch nicht still, Leute. Das ist schon heftig.
Da kommen wir nicht lang. Diese Wege. Wie geht's dir, Kumpel? Wie gesagt, Mann, es ging schon mal besser. Hey, ich glaube, es blutet nicht mehr. Oh nein, doch noch. Okay, Hilfe ist unterwegs. Halt einfach durch. Soll ich dir dabei Gesellschaft leisten? Nein, oh Scheiße. Nein, ich komme mir schon wie ein Weichei vor. Mir war alles gut, echt. Ich komme später zur Krankenstation und schaue. Hey, ich kenne den Laden. Schön da, besser als hier draußen. Echt, Mann. Ja, ich war da auch schon. Ärger den Doc nicht so sehr, ja? Verstanden? Dicken Ende. Und vor allem, der ist ein Weichei. Was erwartet er denn? So, jetzt gucken wir mal nach Sarah ihrem komischen Silikat. Silikon. Silly irgendwas. Oh, jetzt Jump. Aber Leute, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.